Moin, moin und herzlich willkommen in der Computerstube an der Schwentine. Wir spielen heute wieder einen Tag 7 Days of Die. Wir haben gerade eine neue Händlerroute übernommen. Neben der Garage. So, das werden wir erstmal lesen. Das kann nach unten. Den lassen wir dann mal so. Ich glaube, dann können wir mal hier einfach rein. Das dürfte ja meine Essenskiste sein. Medizin kann da rein. Maismehl kann da rein. Knochen können da rein. Den kann ich mal essen. Ah, ich sollte vielleicht doch erstmal sehen, dass ich die Sache wegbekomme, die Verstauchung.
ist ein Crack und Bug. Der hat offen. Also da steht oben. Kommt aber irgendwie nicht rein. Kühlschrank. Mikrowelle. Der Kochtöpfel. Hier ist verschlossen. Da will ich, soll ich nicht hoch? Schreibtisch mitnehmen. Bücherregale. Was ich noch nicht kenne. So, ich soll hier raus. Und hier soll ich wieder rein. Die Lampen zeigen mir es. On. Munition. Junge Dame.
So, was gibt's denn hier noch alles zu verkaufen? Moin! Moin! Wasserflasche mit einem seltenen. Kasse, eine Handtasche, so, was kann ich denn mal, das kann schon mal da unten mit hin, das kann da unten mit hin. Ich finde es interessant. Irgendwie glaube ich, dass die Häuser hier nicht so gut gebaut sind. Es schneit bei euch. Da ist noch Müll. Hier kommt man in den nächsten Laden. Das ist eine Mülltonne. Stapel. Das ist auch noch eine gute Kiste. Bücherstapel. Bücherstapel. Moin! Wo kommen die denn jetzt her? Schade. Ich kann meine Waffen nicht nutzen, die ich bei mir habe.
Schnittwunde. Da erstmal ein Verband drum. Dann müssen. Dann müssen die erstmal weg. Stapel. Ach, das kann ich mal weglesen. Das kann ich mal weglesen. Yeah.
Armhandtasche, da ist meistens Geld drin. Die jetzt alle her. Ja. So, ich bin jetzt sowieso überladen. Fahrrad liegen. Ja, wenn du mich angreifst, musst du damit rechnen, dass ich zurückschieße. Mal kurz auf die Map schauen. Ich glaube, ich gucke jetzt einmal beim Händler vorbei. Das sieht jetzt so richtig schon nach Stadt aus. So.
finden. Meine Gesundheit ist doch schon wieder so weit runter. Das ist eine schöne Stadt, aber erstmal nicht. Ich werde jetzt erstmal in meine Heimatbasis gleich fahren. At least wipe that shit off your boots before you come into my shop. I'd shake your hand, but I bet you got dysentery the way you smell. Don't let the door hit you on your way out. Yeah. So.
gleich noch 3 Kilometer fahren. Ich will nur noch die Kiste abholen. Steht ja auch auf dem Fußboden, weil das Problem ist, dass es auf dem Haus stand. Oh, ich bin hier genau an der Grenze zwischen Schnee und verbrannte Erde. Beides mit Wildtieren bevölkert. So, ich bin jetzt da. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal direkt zu meiner alten Basis fahren. Sollte ich mir noch ein paar Bäume fällen, ein paar Spikes aufbauen. So, ich wollte noch mal 2 Sachen wissen. Chemiestation. Was braucht man dafür? Ein Messbecher, geschmiedetes Eisen ist ein bisschen viel. Kochtopf, kurzes Eisenrohr, Flasche mit Säure. Sollte ich aber alles hinbekommen. Das geschmiedete Eis ist ein bisschen knapp. Und dann würde ich gerne mal wissen, brauche ich eine Werkbank? So, ich glaube, das ist eine andere Stadt, die ich da sehe.
Ey. 10% hattest du nur noch. So, dann muss ich da wieder hinlaufen. Gut. Kleinen Umweg laufen. Wirklich nicht. Möchte ich eigentlich nicht mit dir kämpfen. So, ein bisschen Nervenpower. So, in der Hoffnung, dass die Katze da nicht geblieben ist, sondern wieder verschwunden ist. So, jetzt Richtung Fahrrad. Noch ein Messer, kann ich mal reingucken. Da ist noch ein Nest.
Geht doch. Eigentlich hätte ich die Punkte auch gerne alle gehabt, aber naja. So, ich hoffe, dass ich dann so gegen 22 Uhr zu Hause ankomme. Muss hier überall was rumliegen. Warte, ich habe Termine. Ja, lass mich noch ein bisschen fahren. Na, wo bist du? Da. Hier noch irgendwas. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Das ist ein Vogelnest. Ich habe jetzt keine Lust. Ich
Ja. Weißt du, wo man hier Punkte bekommt? Ah, da. Ich halte aber nicht mehr für jeden Zombie an. Das ja, aber die Stadt, die ich da gefunden habe. Oh, wo ich noch nicht mal den Händler markiert habe. Habe ich da meine Heimatbasis markiert? Da müsste ja noch ein Bett zu sehen sein. Da. Der Händler war ein bisschen auswärts. Das war dieser Händler mit zwei Eingängen. So, und ich sollte mich jetzt hier auch gar nicht mehr irgendwie aufhalten. Ich sollte jetzt nach Hause fahren. Also da, wo ich wieder zu Hause sein möchte.
Zum einen könnte ich mir vorstellen, dass wir Zombies sind. Nein. So. Schlafsack. Irgendwas drin? Nein. Ein Messbecher habe ich da. So. Ersten drei Felder werde ich wohl erstmal behalten. Vielleicht werde ich hier nochmal Wasser. Packen. So. 125 Fleisch. 94 Fleisch. Kann hier oben hin. Kürbisse. Die habe ich hier noch nicht. Die habe ich hier schon. Die habe ich hier schon. Den kann ich auch mal hier lassen. Zuckersaft, Kaffeepulver, Testosteron, leere Dosen. Geschmiedetes Eisen, 31. Das wollte ich woanders haben. Blei ist da. Eisen ist da. Federn ist da. Rezepte. Fertige mir das mal so. Eine Chemiestation braucht das. Davon noch ein bisschen mehr. Ein Messbecher. 30 Eisenrohre.
noch mehr Schießpulver. So. Ich werde erstmal den Sand hier loswerden. Den Kleber. Das Leder. Die Nägel. Das Papier. Das kann ich mal essen. Das müsste auch hier reinkommen. Stoff habe ich hier eigentlich auch irgendwo. Patronenhülse. Also erstens, wo mache ich sie? Messing und Lehm. Lehm. Messing. In der Schmiede, wenn ich das richtig sehe. Hier bleiben. Das kann dahin. So, okay. Lebensmittel, da kommen die mit hin. Die
schaffe den So, Patronenhülsen. Auch in der Schmiede. Wie viel Holz habe ich denn bei mir? Das sollte ich schon mal fertigen und dann sollte ich sehen, dass ich wieder auf 1000 Holz komme. Ach, meine Ausdauer. Ja, ich hasse es. Oh, ich habe einiges geschafft. Ich habe auf der ersten Seite kein Buch mehr mit 1. Ich habe noch zwei Bücher auf der zweiten Seite mit 1.
langsam Richtung Händler vorarbeiten. Tag 28, also ich werde ihn wohl heute nicht mehr spielen. Nein, ich werde definitiv das nicht mehr spielen. Ich den letzten Tag aufgehört habe. Ich will noch ganz kurz beim Händler rein. Also das ist eine sehr schöne Stadt. Die hier gefiel mir nicht ganz so gut. Ich glaube, die war auch ganz nett, aber naja, viele Bären. Das war mit der ähnlich. Das war nur eine kleine Siedlung, da habe ich mir aber eine Basis hingesetzt. Da oben kam ich nicht weiter. Und da unten kam ich auch nicht weiter. Ich muss irgendwann nochmal die beiden Kisten da abholen. Ich glaube, ich sollte mir nächste Woche die Stadt anschauen. Ach, es wird schon wieder dunkel. Es wird gleich anfangen zu regnen. Und wie viel Holz habe ich? 600. Ach, der Gegenstand will repariert werden. Ich glaube, ich kann auch gleich mal den reparieren. Der ist immer noch. Ja, Händler hat noch eine Stunde geschlossen. Thank you.
Da wollte ich geguckt haben, wie viel Holz ich habe. Das wird langsam. Das ist schön, dass der Trader jetzt geöffnet hat. How goes it? So. Ich hab das da. Peace be with you, my friend. Yeah. Ja, ich muss langsam schon die Zweien suchen. Zumindest auf der Seite. Hier habe ich auch noch Einsen. Dafür habe ich hier aber auch noch keine 6, sondern nur auf der zweiten Seite. Ja. Ich werde dir noch mal was abholen. I have a dilemma and could use some brilliant. I guess this kind of makes us friends now. Ausruhen. Hier steht noch ein Auto, was ich noch nicht kenne. Da ist aber nur Nägel drin. Kenne ich den Bus schon? Nein. Ja, der Wolf wollte eben auch nicht so viel. Gut. Teile sind also hier im Untergeschoss, die Kiste. Ja.
wohl in diesem Raum irgendwo. Nehmen wir die für Eisen. Jetzt kommt Holz, dann nehmen wir die. Moin. Ich habe noch ein bisschen geschmiedetes Eisen. Ich habe 31, die Chemiestation braucht 100. Ich sollte was trinken. Den Bauplan kann ich erstmal lesen. So. Kühlschrank gucken. Unser Unterschrank. Ein Bücherregal.
Kochtopf, okay, aber... Ich brauche Messbecher für die Chemiestation. Zack. Suppe. Die kann ich mal versuchen zu öffnen. Dietrich abgebrochen. Ich habe nur 200 bekommen. Ne, 50. Da wollte ich gucken. Kneipenschlägerei ist jetzt auch schon das vierte Buch. Ich muss sagen, so langsam komme ich mit den Büchern wirklich gut voran. Ja, ich war ohne Fahrrad hier. Was sagt denn mein... Ah, nee, da wollte ich nachgucken, mein Holz. Oh, ist ja schon wieder 11 Uhr. Ja, ich sollte Schluss machen. Ich nehme auch schon 1,5 Stunden auf. Das ist viel zu lange. Gut, das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schaut auch mal auf computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Video nicht allzu viel, was da die Schwindlinie runterläuft. Und tschüss.